Ja, ich meine, wann ist das Tor gefallen? Zweite, dritte Minute direkt. Ist halt ein scheiß Start und dann kommen wir auch nicht richtig rein, haben einen Pfostenschuss. Wenn wir den machen, steht es vielleicht 1-1, aber insgesamt, wie gesagt, einfach schwache Leistung von uns. Viel zu wenig. Eckenvarianten sind bei uns auf jeden Fall einstudiert. Wir gehen da nicht planlos ins Spiel. Also unser Trainer stellt uns da gut ein. Das sind auch Varianten, die wir im Training auf jeden Fall üben und trainieren. Und ja, dann freut man sich umso mehr, dass solche Varianten dann wirklich auch reingehen. Er ist, glaube ich, schon gegen die Hand, aber ich meine, aus 30 Zentimetern weiß ich jetzt nicht, wo er seine Hand hin tun soll, aber kann ich nicht genau beurteilen. Der Elfmeter, ja, ich stand direkt hinter, also ich kann es genau erzählen. So, unser Stürmer wird gehalten und der Ball wird dann ja, aufs Tor geschossen und wird dann mit der Hand abgefälscht. Also aus meiner Sicht definitiv ein Elfmeter. Also haben noch ein paar Partien. Nächste Woche Jeddelo, ganz, ganz wichtig. Danach auch zu Hause. Müssen wir auf jeden Fall beide gewinnen. 6 Punkte, auf jeden Fall Pflicht. Ja, ich denke mal, wir gehen immer von Spiel zu Spiel und versuchen das Maximum jetzt rauszuholen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wollen die maximale Punktzahl jetzt rausholen, egal gegen wen wir spielen. Und ja, das ist unser Ziel für die nächsten Wochen.